seit langem wird ja schon Energiegewinnung mittels Kernfusion erforscht. Und dabei spielt Europa eine führende Rolle mit Forschungsanlagen in Frankreich und auch bei uns in Deutschland, in Garching, bei München und auch in Greifswald. Sie erforschen also, um es mal als Laie auszudrücken, wie wir die Kernfusion, die auf der Sonne stattfindet, bei uns auf der Erde nutzen können. Was sind denn eigentlich die wesentlichen Unterschiede, Frau Günther, zu einem klassischen Kernkraftwerk? Na, das fängt schon damit an, wenn Sie ein Kernkraftwerk haben, ist ja eine Spaltungsreaktion. Man nimmt also einen großen Kern Uran und spaltet den in mehrere oder zwei Teile. Und wir machen genau das Gegenteil. Wir wollen kleine Atomkerne zusammenbringen, also Wasserstoff im Wesentlichen zu Helium. Da entsteht also ein Edelgas. Und da ist ein großer Unterschied: bei einer Kernspaltung entstehen ganz viele dann radioaktive Kerne, die entweder ganz schnell oder ganz lang zerfallen. Das ganz lang zerfallen endet dann im Endlager mit diesen 10.000 Jahren Lagerung. Und die ganz schnell zerfallenden, die machen so Probleme wie Fukushima, dann wird ganz schnell Energie frei, die muss weggekühlt werden. Das haben wir alles nicht. Bei uns entsteht also Helium als Edelgas, das kennen Sie so aus Luftballons. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Um jetzt mal ganz fair zu sein, auch bei uns gibt es Radioaktivität, aber eben dadurch, dass die Wände sozusagen radioaktiv gemacht werden. Wir sind aber beim Forschen so unterwegs, dass wir gerne die Materialien so auswählen, dass nach 100 Jahren man das Material wieder verwenden kann. Also und kurz gesagt, der große Unterschied sind die Sicherheitseigenschaften. Es gibt bei uns nicht so etwas wie eine Kettenreaktion. So ein Kraftwerk kann nicht durchgehen. Die Energie, die geliefert wird, bleibt konstant in der Zeit. Und wir haben auch kein Problem, wenn die Kühlung ausfällt, dann geht es aus. Aber dann ist die Unfallgefahr ist minimiert. Also das ist der große Unterschied zusätzlich zu dem Problem, dass wir diese langlebigen radioaktiven Abfälle vermeiden wollen. Klingt eigentlich nach der Lösung überhaupt. Wann können wir denn diese Energie nutzen? Was denken Sie? Ja, das ist ja das Problem. Das ist halt sehr schwer. Wir müssen 10-mal heißer sein als im Sonneninneren, 100 Millionen Grad schaffen und damit sozusagen noch so gute Wärmeisolierung, dass das Ganze effizient ist. Also wir werden schon noch 30 Jahre brauchen, einfach weil man schon 10 Jahre braucht, mindestens, um eine solche Sache zu bauen. Aber im Moment wird gerade in Frankreich der große ITER gebaut und der soll so in 15 Jahren uns zeigen, dass man 10-mal mehr Energie rausholen kann, als man braucht, um diese Materie auf 100 Millionen Grad aufzuheizen. Das wird der wichtige große Meilenstein sein und danach hoffen wir, dass wir auch mit der Industrie gemeinsam daran arbeiten können. Ich will aber gar nicht sagen, dass das die einzige Lösung ist. Ich sehe die Kernfusion schon im Zusammenspiel, auch mit Erneuerbaren später. Aber wir wollen die Grundlast liefern, damit das sozusagen nicht nur fluktuierende Energielieferanten gibt. Sehr gut, dass Sie das ansprechen, Herr Streibel. Wie sehen Sie denn diese Fusionstechnologie im Zusammenhang mit dem angedachten Energiemix? Ja, also es hört sich natürlich jetzt so im ersten Moment so sehr futuristisch an, aber die Kernfusion, ich glaube, das könnte also eine Technologie sein, die uns langfristig in der ganzen Situation dann letztlich hilft. Also und die muss natürlich in den Energiemix mit reingedacht werden. Das heißt also, wir müssen jetzt schauen, dass wir auf Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energien auch letztlich bekommen. Aber eine Versorgungssicherheit durch Grundlastfähigkeit, also das wäre dann, könnte die Kernfusion sein. Also wenn wir jetzt weniger, also keine Kohlekraftwerke, keine Kernkraftwerke mehr haben, dann brauchen wir jetzt Kraftwerke, die grundlastfähig sind. Das heißt also, die gleichbleibend und Strom liefern. Weil Wind, Photovoltaik, auch Wasser, es ist natürlichen Schwankungen letztlich immer unterworfen. Und dann, wenn man mit der Kernfusion arbeitet, könnte man natürlich dann auch Speichermedien wieder zurückbauen, wo man die Energie oder den Strom speichert. Also wichtig ist allerdings, denke ich, diese grundlastfähige Stromversorgung, gerade eigentlich für die Industrie und unsere Wirtschaft. Jetzt haben wir so ein kleines Einfamilienhäuschen, das kann man vielleicht durch erneuerbare Energien kann man das wunderbar sicherstellen.
auch im privaten Bereich, wenn man da investiert. Aber wenn es um, also jetzt gerade also große Industriebetriebe geht, wenn es um ja, Automobilhersteller zum Beispiel geht, also wo ich viel Energie brauche, oder sagen wir, was alles, also gerade auch bei Chipproduktion oder sowas, also da brauche ich dann wahnsinnig viel Energie und da brauche ich etwas, das eben halt diese Energie sicherstellt. Und in diesem Mix könnte man das Ganze dann auch sehen, dass also hier also letztlich also im Kontext zusammen mit erneuerbaren Energien, Kernfusion und vielleicht bis dahin auch noch anderen Technologien, an die man vielleicht heute dann noch nicht so denken, dass man da dann die Energie sicherstellen kann. Denn wie gesagt, also wir brauchen die Energie und was auch vorher angesprochen worden ist, wir wollen natürlich auch keinen zivilisatorischen Rückschritt haben. Also ich glaube, wenn wir uns in ein Mittelalter zurücksetzen und also keine Mobilität mehr, sondern mit einem Ochsenkarren durch die Gegend fahren, dann wird man wahrscheinlich weniger Energie brauchen. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was wir in Bayern wollen. Also wir wollen nicht wieder zurückfallen in einen Agrarstaat wie vor 100 Jahren. Das war sicher eine schöne Romantik, aber heute sind wir viel weiter und diesen Stand, den wir heute haben, den müssen wir natürlich halten oder auch ausbauen. Und da zeigt sich auch in der ganzen Diskussion zwei Dinge. Also es gibt da so zwei historische Gesetze. Das eine sagt, alles, was man in der Geschichte oder errungen hat, kann man wieder verlieren und alles hat seinen Preis. Und es ist natürlich die Frage, welchen Preis wollen wir letztendlich zahlen, um den Wohlstand, die Kultur, die wir jetzt haben, zu halten. Und einen Preis werden wir zahlen müssen. Das wird es nicht umsonst geben. Also, und wenn wir auf erneuerbare Energien setzen, wie zum Beispiel auch auf Windkraft, dann werden wir über eine 10H-Regelung nachdenken müssen, beziehungsweise die abschaffen müssen, weil sonst klappt es nicht. Ansonsten also müssten wir mal andere, wenn wir CO2-frei sein wollen, dann müssen wir die Kohlekraftwerke abschaffen. Aber auch hier müssen wir dann einen Preis zahlen. Und diesen Preis muss unsere Gesellschaft zahlen. Das muss uns auch allen bewusst sein. Den Preis zahlt nicht eine ominöse Politik oder ominöse Wirtschaft, sondern den Preis zahlen wir alle. Und dazu müssen wir auch in der Gesellschaft bereit sein, dann diesen Preis zu zahlen. Also, und nur mit Wohlfühlen wird es nicht gehen, sondern also jeder muss seinen eigenen Anteil dann auch leisten. Und eines ist natürlich auch die Sache, was in der ganzen Diskussion zu wenig kommt: Man kann auch Energie sparen. Das war mal in die 70er Jahre also sehr in. Und man muss nicht im Winter unterm Heizpilz sitzen und Energie verbrauchen. Man kann vielleicht auch einen gescheiten Anorak anziehen. Das funktioniert auch. Also, aber wir haben uns einen sehr großen Luxus angewöhnt. Und wenn wir den nicht in Frage stellen wollen und sagen wir, den Preis eines kulturellen Rückschritts zahlen wollen, dann müssen wir einen anderen Preis zahlen. Und das müssen wir uns in unserer Gesellschaft halt bewusst machen und jeder Einzelne muss dann dran mitarbeiten. Wow, das war einiges. Wo Sie das gerade gesagt haben mit dem Anorak, Herr Streibel, fällt mir auf, ich habe die Heizung runtergedreht. Jetzt hat es hier 20 Grad im Wohnzimmer, aber ich bin eine Frau, es ist einfach zu kühl. Das nur mal am Rande. Aber man will ja fahren. Es gibt auch schöne Schafwollpullover oder sowas, die man Ja, anziehen auch kann. schön im Fernsehen dann. Nein, um das Thema Kernfusion noch mal kurz zusammenzufassen: Es wäre eine unerschöpfliche Energiequelle, CO2-frei, ohne atomaren Abfall. Herr Lutz, sagen Sie noch ganz kurz, stehen überhaupt diese notwendigen Ausgangsstoffe für einen Fusionsreaktor zur Verfügung und wie könnte die bayerische Wirtschaft davon profitieren, von dieser Technologie? Also, wenn ich das richtig, mein Gottes Willen, ich bin jetzt kein Physiker, ich habe höchsten Respekt vor Physikerinnen und Physikern, zwei in meiner Familie, einer macht theoretische Physik an der TU und mir wird ganz schwindelig. Ja. Das Einzige, was ich zur Physik beitragen kann, ist Frau Günther, F ist gleich M mal A. Und da muss ich überlegen, was das genau heißt. Ja. Okay, natürlich Wasser und so weiter, aber das können Sie viel besser beantworten, ist ja ausreichend vorhanden. Aber eine Sache, und die finde ich hochspannend, unabhängig davon, dass das sehr vielversprechend klingt, es wird ja in Garching schon lange an diesem Thema, Frau Günther, wenn ich richtig informiert bin, geforscht. Professor Luft, glaube ich, war der erste Chef draußen vor vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten.
Was aber interessant ist, dass die Wirtschaft insgesamt heute schon davon profitiert, wenn ich an Oberflächentechnologie denke, also alles, was mit Coating Systems zum Beispiel zu tun hat oder Elektrotechnik und ähnliches. Da gibt es ja durchaus innovative neue Technologien, Produkte, Know-how, das man insgesamt in der Wirtschaft in den Sektoren auch nutzen kann. Die Frage ist, und das ist immer das Gleiche für die Wirtschaft, ja, wir können nur, wenn wir Fachleute sind, beurteilen, was heißt das technisch, technologisch, von der Innovation und so weiter, wie lange geht's? Und da haben Sie gerade gesagt, 10 bis 15 Jahre, habe ich Sie da richtig verstanden, Frau Professor Gründer, wenn das ist, in der Hoffnung, dass bis dahin sozusagen die Basis gelegt ist, dass man das auch wirklich nutzen kann, dann ist es natürlich für ein Unternehmen eine sehr lange sozusagen energetische Durststrecke, wenn man jetzt davon abhinge. Insofern glaube ich, ist es richtig, dafür zu plädieren, dass wir hier einen Energiemix brauchen für die Zukunft. Da müssen wir schneller werden wie jetzt. Ich habe vorhin meine Position dazu, glaube ich, klar gemacht. Und ja, dann schauen wir, ist es dann auch wirklich bezahlbar? Ist es ein Modell, das auch für die Wirtschaft tragfähig ist? Das kann ich heute beim besten Willen nicht sagen. Vielen Dank. Ja. Ach, sie zeigt noch auf, die Frau Günther. Dann haben Sie das also, Wort. Ich will ja keine falschen Versprechungen machen. Also wir brauchen noch 30 Jahre und nicht 15. Dass das wirklich dann nutzbar gemacht werden kann. In 15 Jahren wollen wir zeigen, dass es im Prinzip geht. Also es ist keine Lösung für die Wirtschaft jetzt. Aber sozusagen, wir wollen auch zukunftsfest bleiben. Und wenn wir über Klimawandel reden, reden wir auch nicht nur über Deutschland, da Energie zur Verfügung zu stellen. Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, große Industriebetriebe. Um die Frage, ob dafür der Brennstoff da ist, da habe ich also mal gerne ein schönes Beispiel. Ein kleiner Swimmingpool im Garten, so ein Planschpool für Kinder und ein Lithium-Akku vom Tesla. Davon brauchen wir insgesamt 1 Kilogramm Brennstoff, um unsere Mitarbeiter, wir sind 1000 Leute, für ein Jahr zu versorgen. Also man braucht ganz wenig Brennstoff, wir brauchen Wasser und Lithium. 6 und das ist sozusagen Sicherheit das kleinste Problem. Also Brennstoff ist weltweit überall vorhanden. Zeit ist eher unser Problem und natürlich kann die bayerische Wirtschaft jetzt nicht auf die Kernfusion warten, das ist völlig klar. Aber wir wollen halt einen Beitrag leisten, langfristig die Energieversorgung der Menschheit sicherzustellen.